Ich grüße euch zu einem neuen Video. Ja, wir müssen in den heutigen Zeiten ein bisschen sparen, weshalb ich mir gedacht habe, warum stellen wir nicht in einem einzigen Video gleich zwei Notebooks auf einmal vor? Spart Bandbreite, spart ein weiteres Video und ja, ihr habt dann den doppelten Spaß daran, zwei Geräte in einem zu sehen. Ja, nur halt dann weniger Freude daran, mich dann noch weniger zu sehen, aber das soll Nebensache sein. Wichtiger sind diese beiden Notebooks. Da haben wir einmal ein ThinkPad 560 aus dem Jahr 1996 und ein ThinkPad 240 aus dem Jahr 1999. Warum präsentiere ich gerade diese beiden Notebooks? Das hat ein paar Gründe. Einerseits sind das ziemlich selten vorkommende Notebooks. Also 560 und 240 bei eBay zu finden, ist gar nicht mal so einfach. Einerseits findet man wesentlich neuere ThinkPad-Modelle unter diesen Namen. Man findet zum Beispiel ein E560 aus dem Jahr 2016. Oder beim 240 findet man zum Beispiel ein X240 aus dem Jahr 2013. Und das ist dann immer so ein bisschen problematisch, dann überhaupt die Originalmodelle ohne irgendwelche Buchstaben zu finden. Und das sind vor allen Dingen welche, die man auch so ziemlich selten zu sehen bekommt bei eBay. Dieses ThinkPad 560 habe ich zum Beispiel bekommen für 27,40 Euro. Ein richtiger Schnapper vor allen Dingen. Weil der Verkäufer hat nicht angegeben, ob es funktioniert und der hat vor allen Dingen kein Netzteil dazu geliefert. Aber ich habe gesehen, die Netzteile, die ich zum Beispiel vorhanden habe, wie etwa das hier, was hier gerade rumfliegt, die passen zum Beispiel hervorragend an dem Teil und funktionieren damit auch, ohne das Ding gleich komplett in Brand zu setzen. Außerdem war ich dann überrascht, in welch tollen Zustand das dann ankam. Vor allen Dingen war ich dann auch überrascht, dass vor allen Dingen die Gummihaube für die drei Anschlüsse hier hinten noch vorhanden war. Bei den meisten ist das nämlich überhaupt nicht mehr da. Und ich glaube, das muss andersrum, oder? Ich glaube, ja, so. Muss man auch selber damit klarkommen. Und vor allen Dingen gab es dann noch eine ganz interessante Sache, nämlich, dass das Teil in so einer Benetton Formula One Racing Team Tasche von Arkei ankam. Da passt das Notebook zwar super rein, aber der Verkäufer hat sich nicht um eine weitere Polsterung bemüht. Das heißt, das Notebook war einfach in dieser Tasche drin, hat es einfach ins Paket geschmissen, was noch ein bisschen luftig war und einfach so zu mir geschickt. Also von Polsterung hatte der Verkäufer wahrlich keine Ahnung, aber das Notebook kam unbeschadet hier an, wirklich in einem tollen Zustand. Und da waren auch sogar noch ein paar Sachen vom Vorvorbesitzer drauf, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Aber natürlich im Rahmen dessen, was ich zeigen darf. Dann haben wir hier noch ein süßes kleines ThinkPad 240. Eines der kleinsten überhaupt verfügbaren älteren IBM ThinkPads, die man hierzulande kaufen konnte. Und da ist sogar der Akku drin und das Ding ist total leicht. Und selbst die Teile findest du ziemlich, ziemlich schwer. Deshalb, ich war total verwundert, als ich das Teil für gerade mal knapp 70 Euro ersteigert habe, was für mich ein Schnapper ist für ein ThinkPad, was total selten auftaucht bei eBay. Und vor allem die Anschlussvielfalt ist so ein kleines Ding erstaunlich gut. Muss man dazu sagen. Ja, ThinkPad SOP Notebooks der 90er Jahre und SOP Notebooks waren ja ziemlich, ziemlich teuer vor allen Dingen. Und deshalb ist es für mich so eine wesentlich größere Freude, euch mal diese beiden ThinkPads mal im Detail zu präsentieren. Gehen wir einfach mal chronologisch vor und fangen mit den 560 an. Dazu erstmal ein paar Messungen machen. Wir haben hier nämlich eine Breite von circa 29,5 cm. Dann haben wir eine Tiefe von ungefähr 22, noch zerquetschte Zentimeter. Und dann haben wir, und das ist das Erstaunliche an diesem Notebook, eine Dicke von gerade mal ungefähr 3,4 cm. Was für ein Notebook aus dem Jahr 96 erstaunlich ist, weil herkömmliche Notebooks dieser Bauart, die sind wesentlich dicker. Wenn man sich zum Vergleich noch ein wesentlich aktuelleres ThinkPad vornimmt, wie etwa dieses X270 aus dem Jahr 2017, dann merkt man erstmal, also wohlgemerkt, da ist kein Akku dabei, aber dann merkt man erstmal, dieses Notebook ist ungefähr so dick wie eines von diesen Elementen. Und das ist erstaunlich für die Zeit. Also Hut ab,
vor IBM, dass die so ein flaches Gerät in der Zeit konzipieren konnten. Ich meine, gut, es gab wesentlich kompaktere Geräte, das ist klar, aber das zählt auf jeden Fall zu den kompaktesten. Fangen wir mal mit den Anschlüssen von der linken Seite an. Hinter einer Klappe haben wir nämlich den Anschluss für ein externes Diskettenlaufwerk, nämlich etwa eins dieser Art mit so einem Stecker. Ganz IBM-typisch ein Schiebeschalter zum Einschalten des Notebooks. Kann ich aber so viel schieben, wie ich möchte, weil der Akku von dem Ding ist tot. Dann haben wir hier einen Netzteilanschluss. Dann haben wir hier einen PS2-Stecker für eine Maus, sagen die. Da könnte bestimmt mal noch eine Tastatur anschließen. Hier ist ein Kensington-Lock. Und wie gesagt, was mich immer noch sehr, sehr erfreut, ist, dass diese Gummikappe mit den typischen Anschlüssen für ein altes Notebook VGA, parallel und seriell mit dabei sind und dann die Gummikappe das alles noch davor schützt. Also wenn ihr euch auch Angebote vom ThinkPad 560 anseht, ist diese Gummikappe meistens nicht mehr da. Also wenn ihr auf Vollständigkeit beharrt, achte darauf, dass diese Gummikappe mit dabei ist. Dann haben wir hier einen Kopfhöreranschluss, einen Mikrofonanschluss, einen analog verstellbaren Lautstärkeregler. Und hinter einer weiteren Klappe verbergen sich dann auch PCMCIA-Steckplätze, zwei Stück in der Anzahl. Und dann hier vorne lässt sich dann der Deckel aufklappen. Was aber so eine interessante Mechanik ist, weil das ist einfach nur irgendwie so eine Art Verschluss. Du musst einfach nur reindrücken und dann geht auch der Deckel auf. Und eigentlich ist das eine gute Überleitung, mal zum Inneren vorzuschreiten. Bildschirmabmessungen misst man normalerweise in Zoll. Weshalb ich jetzt hier einfach mal diesen Zollstock herausnehmen werde, dieses Display nicht zerkratzen werde und sehe, es sind ungefähr 11, noch was Zoll, was ungefähr 29 cm entspricht. Und leider Gottes hat sich der Vorvorbesitzer für ein DSTN-Display entschieden. Das erkennt man daran, dass wir hier oben einen Kontrastregler und einen Helligkeitsregler haben. Denn TFT-Displays haben nur einen Helligkeitsregler, aber einen Kontrastregler haben die nicht mehr. Ansonsten, ThinkPad-typisch, eine wunderbare, hochqualitative Tastatur mit einem roten Knubbel und den Maustasten. Das ist auch so mit die einzige Möglichkeit ist, überhaupt eine Maus zu steuern. Deshalb, wenn ihr andere Sachen bevorzugt, ich habe ja gelernt, es gibt welche, die wollen lieber ein Touchpad haben. Es gibt auch Leute, die wollen ein Touchscreen haben. Gibt auch Leute, die darauf schwören. Und was soll man sonst zu der Tastatur sagen? Die ist tatsächlich sehr, sehr tippfreundlich. Wenn ich jetzt wüsste, was ich jetzt hier schreiben könnte. Hallo, das ist ein kleiner Test. Wenn ich nämlich sage, was ich schreibe, dann macht sich das wesentlich einfacher. Wenn ich sage, was ich schreibe, fühlt es sich gar nicht so schlecht an. Sonst ein sehr durchdachtes Layout. Hier haben wir sogar noch diese Einfügen, Entfernen, Position 1, Ende, Bild hoch, Bild runter Tasten, wie man sie von einer normalen Computertastatur kennt. Die F-Tastenreihe, Pfeiltasten, die sich sehr gut anfühlen. Man sieht sogar das PCB darunter. Ansonsten eigentlich eine sehr, sehr tippfreudige Tastatur. Macht richtig viel Spaß damit zu tippen. Und falls ihr das dann auch noch darauf auslegen wollt, bis hierhin geht das Display. Ist aber auch ein klein wenig wackelig, nicht allzu stabil, aber ansonsten sehr sauberes Gerät. Für den Preis kann man echt nicht meckern. Dann haben wir jetzt hier noch das ThinkPad 240. Auch ein sehr, sehr kompaktes Notebook zu der Zeit und vor allen Dingen ist das kinderleichtes Ding. Ansonsten für so ein kleines Teil war auch erstaunlich viele Anschlüsse. Dann haben wir hier zum Beispiel, ich mache mal eben scharf, so, habe ich vorhin vergessen, haben hier einen PCMCIA-Slot. Da war sogar noch der Kollege, der Sevio, sehr, sehr freundlich und hat mir da in einem 3D-Drucker ein PCMCIA-Blank-Teil gedruckt, damit das Teil hier schön vor Staub geschützt ist. Dann haben wir hier noch drei Audioanschlüsse. Soweit ich das jetzt hier erkennen kann, haben wir hier Kopfhörer oder Headset-Anschluss. Dann haben wir hier einen Line-In-Port und hier haben wir Mikrofon. Dann haben wir hier auch wieder einen Disketten-Laufwerksanschluss, einen proprietären Kensington-Lock und hier ist ein Anschluss für ein Modem. Dann hinten, ja, Netzteil, VGA,
parallel und seriell. Dann haben wir hier noch einen PS2-Stecker, Lüfterschlitze und einen USB-Anschluss. Wir sind schließlich im Jahr 99. Und hier haben wir einen Infrarot-Port. Und ich meine, hier müsste sich hinter die Festplatte befinden, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ansonsten zum Display aufklappen brauchen wir diese zwei Verschlüsse. Und es ist damit auch wieder ein wunderbarer Übergang, einfach mal dieses kleine ThinkPad 240 von innen zu sehen. Und hier haben wir schon mal das TFT-Display, schon mal eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem 560, obwohl das beides nicht so wirklich dieselbe Geräteklasse ist. Dann haben wir hier ein 10,4 Zoll Display. Das sind ungefähr 26,5 cm, die wir hier an Display haben. Und ja, haben wir hier auch wieder eine ziemlich gut tippbare Tastatur, obwohl sie so klein ist. Also ich finde, die tippt sich ziemlich gut für die Größe. Dann haben wir auch wieder hier Trackpoint-typisch nur ein, nicht Trackpoint-typisch, ThinkPad-typisch ein Trackpoint. Ohne Touchpad. Ich glaube, ein Touchpad hätte hier im Leben nicht reingepasst. Da haben wir hier noch einen Lautsprecher, Celeron-Sticker, Windows NT 98-Sticker und ja, was so ThinkPad-Kennern als erstes auffallen würde, ist das veränderte Tastaturlayout. Ich meine, logisch, das ist ein kleineres und schlankeres ThinkPad, was wir hier haben. Und ja, da musste man ein paar Kompromisse eingehen bei dem Tastaturlayout. Wovon ich nicht hundertprozentig ein Freund bin, insbesondere wenn man sich einmal in dieser Ecke mal die Positionierung der Umschalttaste und der Zirkumflex-Taste ansieht. Ich meine, warum macht man das hier hin, wo normalerweise Caps Lock ist? Und genau hier sollte eigentlich diese Umschalttaste sein, aber wenn man dann Alt und hier drückt, merkt man das mal so, da passiert ja nichts. Ja, logisch, die Taste ist hier unten. Ansonsten für HTML-Programmierer auch nicht gerade wunderbar, dass das hier unten ist. Und ansonsten, eigentlich ist die Größe okay, aber mit dem Layout muss man ein klein wenig klarkommen. Aber logisch, bei der Größe muss man ja irgendwo Kompromisse eingehen. Und wisst ihr, was ich dann noch nebenbei vergessen habe? Genau, die Maße habe ich noch vergessen. Wir haben eine Breite von knapp 26 cm. Wir haben eine Tiefe von 20 cm, meine Güte. Und wir haben eine Tiefe von sage und schreibe 3 cm. Und das im Jahr 99. So ein schönes kleines ThinkPad. Das Geile ist aber auch vor allen Dingen der Akku. Wir haben hier den Standard-Akku drin, der logischerweise tot ist. Der ist klein. Der ist wahnsinnig klein. Das ist ein, was steht hier? 1,4 Ampere-Stunden, also 1400 Milliampere-Stunden starker Akku. Also, der ist schon niedlich. Ich hatte noch nie so einen niedlichen Akku gesehen. Zum Vergleich habe ich hier mal einen Akku aus dem X270. Das ist schon mal eine ordentliche Größe. Das Ding stützt das Teil dann auch noch erstmal. Und das ist der Standard-Akku von 240. Tja, hier haben wir auch noch die Unterseite des ThinkPad 560. Hier unten befindet sich nämlich noch ein Sticker, der aber auch nicht im besten Zustand ist. Ich meine, logisch, wenn man einen Sticker unten macht, sehen die irgendwann nicht mehr so toll aus. Aber ein dunkler Design für Windows 95 Sticker, was übrigens auch auf der Festplatte drauf ist, ist auch nicht häufig. Und genauso selten sieht man dann auch mal diesen Akku, den ich jetzt überhaupt nicht rausbekomme. Diesmal außerhalb der Kamera funktioniert alles besser. Das Lustige ist vor allen Dingen, das ist schon ein Dritthersteller-Akku. Hier sieht man ja unten Replace und selbst der ist schon mausetot. Er ist tot, Jim. So, und hinter der Klappe hier, da sieht man es nochmal sehr genau, befindet sich nämlich der Arbeitsspeicher. Und nicht nur das, praktischerweise befindet sich dahinter auch noch eine Klappe oder eine Halterungsmöglichkeit für eine CMOS-Batterie.
Also hier haben wir den Arbeitsspeicher, den Original, na, ist das der Originale? Weiß ich gar nicht so genau, aber ich habe mir ja auf einen schlauen Zettel aufgeschrieben, dass das Teil 40 MB Arbeitsspeicher hat, das heißt 8 MB sind intern verbaut und das hier dürfte ein 32 MB Modul sein, sogar von Original IBM. Und die Kamera, weil sie gerade der Meinung ist, sie wäre zu heiß, dann schaltet sie das Licht ab. Soll mir recht sein. Hier drin haben wir, wie gesagt, die neue Batterie. Ich habe sogar noch die Originale aufgehoben von Sony. Ist auch so ein lustiger Zufall. Aber da habe ich mir direkt eine neue bestellt. Das ist nämlich eine CR1220 Batterie, die da rein muss. Problem ist allerdings, wenn ich die entfernen wollte, war auf einmal das Gehäuse ein klein wenig zerrissen. Und ich musste ein wenig mit Sekundenkleber nachhelfen. Hält aber aktuell ganz, ganz gut. Und der kann sich auch wieder die Einstellung merken. Solange die Batterie hier drin war, bekam ich das System überhaupt nicht mehr zum Laufen. Das war auch so eine kleine Herausforderung. Aber einfach nur Batterie wechseln, noch ein bisschen hier das fixen, falls das kaputt gegangen ist. Und dann läuft die Kiste auch wieder wie am Schnürchen. Und ich glaube, das sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Ich glaube, das hier dürfte ein Docking-Anschluss sein. Da leuchten die ganzen Status-LEDs, um uns zu zeigen, das Teil bootet. Es hat die 40 MB RAM erkannt. Es hat einen Piep von sich gegeben. Ansonsten, wie gesagt, ein wunderbar beschissenes DSTN-Display. Ich hasse diese Dinger wie die Pest. Vor allem, wenn du dann erstmal hier den Kontrast so regeln musst, dass das dann vernünftig ausschaut, einigermaßen. Ansonsten, wie wir schon gesehen haben, ein Windows 95 mit dem Plus-Paket ist hier installiert. Und wie ich durch die ganzen Sachen, die da drauf installiert sind, erfahren habe, gehörte dieses Notebook mal einem ehemaligen Informatikstudenten, der hier im Nachbarstädtchen Mülheim an der Ruhr gewohnt hat. Aber die ganzen Sachen will ich euch hier nicht zeigen, aus datenschutzrechtlichen Gründen, aber ich kann euch mal so ungefähr zeigen, was hier alles mal installiert war. Auf jeden Fall eine Office Suite ist installiert, ich sehe zum Beispiel hier Outlook. Dann haben wir hier Frontpage, der gute Herr hat nämlich auch Webseiten darauf programmiert, die sogar noch hier drauf sind. Microsoft Word sehe ich hier gerade, ein Bildbetrachtungsprogramm namens XNView, ich habe immer UrbanView genommen. Dann haben wir hier noch eine ThinkPad-Konfiguration, ein Schreibprogramm ist hier drauf. Ich meine, hey, mit dem kann man am besten Schreiben üben. Der Netscape Communicator, das war kein Internet Explorer Mensch scheinbar. CorelDRAW 8 sehe ich hier, Corel Photo Paint 8. Ich habe so das Gefühl, der feine Herr hat auf dem Teil ziemlich viel gemacht. Obwohl man sagen muss, die technischen Specs, ja, ob ich das jetzt dem Gerät hier alles zugemutet hätte, auf einem Pentium Mobile mit 133 MHz und 40 MB RAM und auf einer 1,97 GB großen IBM-Festplatte, das hier alles drauf zu schmeißen und dann noch eine Trident-Grafik dazu zu nutzen. Schwamm drüber. Ansonsten hat er sich für das kleine Startmenü entschieden und das Ding ist vollgepackt mit Sachen. Wirklich so Grafiksachen, D-Info ist hier scheinbar, muss man wahrscheinlich von CD ausführen. Internetsachen sind hier aufgelistet, Netscape, die ganze Suite ist hier drauf, Lotus Organizer, 97 Notes, Musik hat er hier noch drauf geparkt, Office, Access, Excel, Frontpage, Outlook, PowerPoint, alles Mögliche ist drauf. P-Reader, das habe ich, glaube ich, installiert, falls ihr euch das Video dazu mal anschauen wollt, das blende ich jetzt hier gerade mal ein. Ein SMS-Client. Deshalb, falls das keinen auffällt, das ist das ThinkPad, was wir in dem ein Siemens Pocket Reader Video verwendet haben. Und ansonsten haben wir hier noch die ganzen ThinkPad-Programme, was uns zu der Erkenntnis bringt, wenn da nämlich schon die ganzen ThinkPad-Sachen drauf sind, dann liegt ihr vollkommen richtig, wir haben hier noch eine Original-IBM-Installation. Und dann sehen wir hier auch zum Beispiel Windows 95 400950. B. Hier ist also die B-Version installiert. Und wie gesagt, der Vorbesitzer war Student bei IBM und hat offenbar dieses Notebook bekommen.
Hatte aber auch wirklich eins bekommen, was man nicht überall sieht heutzutage. Zone Alarm hat er hier noch installiert, Wieso Sparbuch 98 und da waren noch so die ganzen Sachen drauf. Ansonsten würde ich euch nicht zeigen dürfen und wollen. Nein, wir wollen den Datenschutz respektieren. Ansonsten, ja, ein wesentlich gut ausgenutztes Notebook, was wir hier haben. Könnt auch gerne mal hier im Explorer gucken. Wie gesagt, da sind noch so viele Dateien drauf. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe gerade wegen der IBM-Installation nicht wirklich Lust, das Ding neu einzurichten. Aber hier ist so viel Zeug von dem Vorvorbesitzer drauf. Also der Vorbesitzer hatte einen völlig anderen Namen und der wohnte auch ganz woanders. Wer weiß, wo der das Ding her hatte. Ich hoffe, nicht geklaut. Aber ansonsten, genau, hier unten sind nämlich noch die ganzen Website-Dinger installiert. Oder wie nennt man das installiert? Die sind da draufgepackt. Der gute Herr hat scheinbar 2000 im Auftrag Websites gemacht. Und das mit Frontpage. Wir können jetzt mal spaßeshalber einfach mal in so einen Teil reingucken. Sein Standardbrowser ist allerdings Internet Explorer 4.0. Ja, mit dem Teil konnte man dann offenbar damals auch ins Internet gehen. Das ging damals, liebe Kinder. Und man muss allerdings dazu sagen, der feine Herr hat im Jahr 2000 richtig, richtig schicke Websites gebastelt. Also fürs Jahr 2000 sind die seinerzeit sehr voraus, muss man dazu sagen. Ich meine, gut, dass man jetzt hier so Seite scrollen kann, ist ein bisschen seltsam, aber ja, ist auf jeden Fall eine coole Gelegenheit, mal ein bisschen zu sehen, was er hier so gemacht hat. Aber viel, viel mehr würde ich euch hier, glaube ich, nicht zeigen wollen. Ich kann euch zumindest hier demonstrieren, dass das Teil funktioniert, dass wir jetzt auch mal vielleicht zum Beispiel in dem damals wahnsinnig teuren Word 97 auf jeden Fall sehr, sehr schöne Texte tippen können. Hallo, hier schreibe ich ein klein wenig Text hinein, um zu demonstrieren, dass dieses Notebook wunderbar zum Tippen geeignet ist. Der hat jetzt sogar ein bisschen da abgewartet. Ansonsten Notebook ist unterstrichen. Ich sehe aber auch gerade das Wörtchen das ist unterstrichen. Und der schlägt das mit scharfen S vor. Ich habe ein bisschen vergessen, dass wir uns bei einem 90er Notebook hier befinden. Und dass wir da noch die gute alte Rechtschreibung haben. Außerdem, was war das jetzt gerade? IBM Antivirus hat sich da gerade gemeldet. Was gerade mal die Gelegenheit nutzen möchte, das System durchzuchecken. Nach Viren. Gut, das Teil war jetzt bestimmt mal seit mehr als 20 Jahren nicht mehr im Internet gewesen. Oder weiß zum Geier, wann das Teil mal zuletzt im Internet war. Aber man kann auf jeden Fall sagen, es funktioniert und man kann schon anhand der LEDs jetzt auch schon feststellen, wenn das Ding so lustig vor sich hin flackert, ist das die Festplatten-Aktivitäts-LED. Der versucht, den Akku zu laden, allerdings gelingt ihm das überhaupt nicht, weil selbst wenn du das Ding lange am Netzteil lässt, da wirst du nichts an Leistung aus diesem Akku rausholen. Das Ding ist einfach tot. Ich weiß nicht, ob wir sogar mal die Gelegenheit nutzen wollen während des Scan-Vorgangs. Wir können auch wahnsinnig gerne mal mit dem Audiorekorder, der gerade mal einen Fehler erkannt hat, mal das Mikrofon testen. Mikrofon testen. Rauscht wie die Hölle, aber klingt für die Zeit gar nicht schlecht. Also ganz ehrlich, das hört sich gar nicht schlecht an. Mikrofon testen. Mikrofon testen. Ja, das hört sich nicht schlecht an. Rückwärts? Das ist echt doof. Also ganz ehrlich, wer im Audiorekorder nicht eine Datei rückwärts abspielen lassen hat, der hatte absolut keinen Spaß. Oder hat noch nie einen Computer bedient. Ich finde es ein cooles Teil. Ich habe ein bisschen Angst davor, dieses System wegzurationalisieren. Und ja, ich glaube,
mehr, ob ich euch noch viel, viel mehr hier zeigen könnte. Boah, wie gesagt, Windows 95B noch so eingerichtet, wie es offenbar damals hinterlassen wurde. Das Antivirenprogramm hat zum Glück keine Viren gefunden. Das ist sehr, sehr beruhigend. Und wie gesagt, Ladezustand 1%, aber der Akku ist mausetot. So viel zum ThinkPad 560. Was jetzt erstmal wieder in die Mottenkiste kommt. Und ja, dass ich dann hoffentlich erstmal für längere Zeit dieses Display nie wieder sehen werde, weil ich... Oh, niemand hat diese Displays gemocht. Das war einfach nur so ein komischer Kostenfaktor. Weil die günstiger waren als irgendwelche besseren Display-Technologien, hat man sich gesagt, bauen wir die Dinger ein. Bäh. Einfach nur bäh. Das habe ich vorhin auch noch vergessen zu zeigen, dass das Display dieses ThinkPad 240 weit nach hinten geklappt werden kann. Aber wollen wir nun mal zur Action kommen. Mit dem Einschaltknöpfchen hier hinten schalten wir das gute Teil ein. Es ist ein bisschen lauter als das andere. Aber logisch, wir haben hier nämlich auch eine IBM-Festplatte drin. Nämlich eine 11,2 GB DERA-Festplatte. Hat auch ein wesentlich frischeres BIOS drauf. Es ist von Oktober 99. Das heißt, das ist jetzt schon zum Zeitpunkt der Aufnahme... Boah. Da ist das Ding dann schon 23 Jahre alt, das BIOS. Holla die Waldfee. Und es braucht tatsächlich etwas länger zum Booten. Und ich bin gerade überrascht, warum der mich ins BIOS schmeißt. Ich habe das Teil lange nicht mehr angeschmissen. Aber gut, können wir uns mal die Gelegenheit mal antun. Weil ich habe keine Möglichkeit gefunden, die BIOS-Batterie in diesem Teil zu tauschen. Aber dann können wir doch mal direkt die Gelegenheit nutzen. Ach, das ist doch immer so. Ja, da erwische ich mich wieder dabei. Genau hier erwarte ich eine Umschalttaste, aber die ist nicht da. Es ist 14.38 Uhr, dann sagen wir mal 30. System Date, ich sage mal 10.28 müsste funktionieren und wir haben 2022. Genau, dann müssen wir mal wieder zurück ins andere Menü. Speichern das mal und dann hoffentlich kann er ins Windows booten. Irgendwo hier unten soll sich die BIOS-Batterie befinden, aber die kann man angeblich nicht austauschen. Also es gibt zumindest nicht mal in den eigentlich sehr guten Hardware-Maintenance-Manuals von IBM bzw. Lenovo keine Schritte dafür, das Teil auszutauschen, was ich schade finde eigentlich. Aber ihr könnt schon hier... glaube ich, so erkennen, dass wir hier ein TFT-Display haben. Eigentlich sogar ein ziemlich, ziemlich gutes. Und was ich mir auch nicht so ganz erklären kann, ich weiß nicht, ob man das so hören könnte, aber ungefähr hier in dem Bereich ist so ein kleines Knacken zu vermerken. Und weil wir ein 99er Notebook haben, muss natürlich Windows 98 drauf. Ich bin jetzt allerdings nicht sicher, ob das SE oder FE ist. Das werden wir gleich herausfinden. Ansonsten, es bootet hier lustig vor sich hin. Dann hat er hier noch einen schönen Ladefehler. Man kann sich hier normal ohne Passwort anmelden. Der Mono-Lautsprecher gibt sein Bestes. Und genau hier flackert die Festplatten-Aktivitäts-AED lustig vor sich hin. Hier haben wir die Netzaktivitäts-AED. Und hier haben wir etwas deutlicher hervorgehoben die AEDs, um zu demonstrieren, ja, der lädt gerade lustig vor sich hin. Wir haben hier tatsächlich auch eine original IBM-Installation, weshalb es für mich sehr schwer fallen würde, die wegzurationalisieren, weil das will ich immer schon so original belassen, wie es eigentlich nur möglich ist. Aber so ein frisches Windows wiederum ist dann eine wesentlich schönere Sache. Und selbst hier hat das Antivirenprogramm das lustige Bedürfnis, einfach mal zu sagen, ach, hier, du hast das Ding gerade mal angeschmissen, dann kann ich ja doch mal direkt nach Viren gucken. Wobei, das könnte Windows 98 in der ersten Edition sein, weil wir haben noch hier diesen Active Desktop.
Ansonsten, was hat der Definer ja hier so installiert? Den Acrobat Reader 4.0, Fritzcar, PCMCIA, aber die gab es nicht dazu. Config Safe, keine Ahnung, was das ist. Dann haben wir noch einige Fritz-Programme. Den Internet Explorer mit der entsprechenden Suite. Das spricht auch, glaube ich, für die erste Version. Frontpage Express ist installiert. Wir haben sogar Tools für die Umstellung von alter zu neuer Rechtschreibung. Norton Antivirus Corporate Edition. Das dürfte gerade im Hintergrund laufen. PC Doctor. Ich glaube, das gehört zu IBM dazu. Ring Central Fax. ThinkPad-Konfiguration, ThinkPad 240, haben wir hier das Online-Handbuch dazu. Ansonsten FlashPath, QuickTime, Player hat er installiert. U-Boot-Jagd, dazu kann ich noch was ganz Lustiges erzählen. Adaptec EasyCD Creator hat er installiert. QuickView Plus und Jask PaintShop Pro 7 und Animation Shop 3. Da muss ich mal das Lustige sagen, die ganzen Programme, die hier installiert sind, allesamt Demo-Version. Hier hat man sogar noch die Option Netscape Communicator 4.5 zu installieren. Aber dann habe ich mich gewundert, das ist immer noch am Überprüfen, U-Boot Jagd 2.0, ein uraltes Spiel von 92 mit Sound. Und was hier so schön steht, registrierte Vollversion. Der hat von den ganzen Programmen irgendwie keinen Bock gehabt, die zu kaufen. Nur die U-Boot-Jagd hat er in einer registrierten Version. Das heißt, wir haben hier eine registrierte Vollversion eines Spiels. Aber selbst die unregistrierte habe ich nirgends gefunden. Und ich wette, jeder, der das dann sieht, wird das Ding bestimmt zum Download haben. Mal schauen, ob ich da Vorkehrungen treffen möchte. Da haben wir zum Beispiel nichts gefunden. Weil mit dem Spiel bist du auf U-Boot-Jagd, so wie das Spiel ist, Spieltitel es schon sagt, dass man hier so bestimmte Drohnen absetzt, die dann bestimmte U-Boote reflektieren können, grob gesagt. Also sind da solche Drohnen, die kannst du hier absetzen, dann sendet der was aus. Mit etwas Glück erwischt er ein U-Boot. Ja. Und das Spiel hat der feine Herr in der Vollversion installiert. Ansonsten, ja, ein wunderhübsches Windows 98 könnte wahrscheinlich ein bisschen schneller laufen, das System. Aber wie man auch hier sieht, eine Original-IBM-Installation mit allerdings 64 MB Arbeitsspeicher. Was ich ein bisschen eigenartig finde, weil dieses ThinkPad gab es normalerweise mit deutlich mehr Arbeitsspeicher. Weshalb ich mir überlegt habe, ich habe hier noch einen RAM-Stick, den würde ich wahnsinnig gerne in dieses ThinkPad einbauen, das geht auch ganz, ganz easy. Aber viel, viel mehr hat er an dem Teil hier auch nicht gemacht, der Vorbesitzer. Wir können uns aber auch mal wahnsinnig gerne anhören, wie sich das integrierte Mikrofon anhört. Das hört sich ein bisschen dumpf an. Ich weiß gar nicht, wo hier die Lautstärke, hat man keine, doch, wir haben hier eine Lautstärkeregelung, aber hierüber lässt sich das einstellen mit FN-Tasten, quasi schon wie die heutigen ThinkPads. Das hört sich, glaube ich, durch die Lautsprecher ein bisschen dumpfer an als bei dem ThinkPad 560, aber wir haben auch ein solides Mikrofon, muss ich dazu sagen. Ansonsten Helligkeit können wir hier einstellen. Da wird es dunkler, da wird es heller. Macht jetzt keinen riesen Unterschied. Die alten TFTs waren jetzt auch nicht unbedingt die besten. Das wird zum Beispiel die höchste Einstellung. Ja, ansonsten. Wir können auch natürlich wieder den Tipptest machen. Da muss ich allerdings gucken. Der feine Herr hat hier nämlich kein Word installiert. Ich glaube, das war für ihn noch ein bisschen teuer. Nehmen wir halt mal den billigen Editor. Hallo, das ist ein kleiner Test, den ich hier in diese super kleine Tastatur eintippen werde. Und wie man sieht, man kann darauf eigentlich super tippen, trotz der kleinen Größe. Das geht erstaunlich gut. Die Tasten sind deutlich kleiner. Also, man sieht definitiv, dass sie kleiner sind, aber sind immer noch vielschreibertauglich. Also das ist auf jeden Fall ein super kleines, hübsches, portables Gerät, das ThinkPad 240. Mir gefällt es auf jeden Fall.
tolles Teil, was man auf jeden Fall in der Sammlung behalten möchte. Aber wie gesagt, wahnsinnig schwer zu finden. Also wenn ihr so ein Teil findet, nutzt die Gelegenheit und ersteigert das Teil, wenn es nicht zu teuer wird. Weil die Teile, die findest du echt nicht oft. Und selbst das Teil hier, genau wie das 560, in einem erstaunlich guten Zustand. Also hier ist nichts zerkratzt, das sieht alles noch wunderbar aus. Gut, verarbeitungstechnisch, ja, muss man natürlich mit ein paar Mängeln rechnen. Ansonsten das Display auch ziemlich wackeliger Kollege hier, aber eigentlich ein sehr grundsolides kleines Notebook. Vor allem mit dem Celeron 300 MHz Prozessor. Wie gesagt, eine 11,2 GB Festplatte ist hier verbaut und Neo Magic Magic Graph ist hier noch verbaut. 128 XD mit 2 MB Grafikspeicher, also der zwackt sich da noch 2 MB ab. Weshalb ich das schon ganz gut finden würde, wenn wir einfach mal reingucken und diesen RAM-Riegel einbauen. Ansonsten, wenn man das Teil auseinanderbauen würde, ungefähr hier in dem Bereich würde sich die CMOS-Batterie befinden, die allerdings so ein bisschen fest verbaut darin aussieht. Weshalb ich da so ein bisschen Bammel habe, da was auszutauschen. Ansonsten, wie gesagt, Akku tot ist auf jeden Fall. Und erstaunlich gute Anschlussvielfalt an dem Teil. Das finde ich wirklich wahnsinnig faszinierend. Und das Antivirusprogramm braucht hier doch deutlich länger. Ist aber auch logisch, ist ja die deutlich größere Festplatte. Ob ich euch im Explorer jetzt irgendwas Spannendes zeigen kann? Ich meine, zwei Partitionen sind hier installiert. Und auf der zweiten Partition hat er auch einige Programme draufgeschmissen. Inklusive dem U-Boot-Spiel, was hier in Hülle und Fülle vorhanden ist. Auf der C-Platte ist natürlich das Windows drauf. Aber viel, viel mehr ist hier auch nicht unbedingt installiert. Tools kann man hier installieren. All das ist hier drauf. Also wesentlich unspannender als das 560, was wir hier vorher hatten. Aber ich mag die Größe von dem Teil. Ich mag die wirklich sehr. Also hier meine Hände, die wirken schon ziemlich riesig im Vergleich zu dem Teil. Wenn ich dafür noch so ein fähigen Akku finden würde und dann noch irgendwie mit Hilfe des Diskettenlaufwerks da drüben noch irgendwelche Spiele übertragen oder noch ein CD-Laufwerk dazu einrichten, boah, das wäre dann eine super DOS-Gaming-Kiste, könnte ich mir echt gut vorstellen. Wenn man dann natürlich mit den Feinheiten des Tastaturlayouts klarkommen würde, ich meine, für die normalen Tasten, ich meine A, Y, Punkt für die Rennspiele oder hier Pfeiltasten oder WASD. Gut, mit Maussteuerung wäre dann ein bisschen problematisch, aber damalige DOS-Spiele und Maussteuerung schwierig. Gameport kannst du jetzt zwar, also da kannst du keinen Joystick anschließen, aber über USB kannst du irgendwelche Joysticks anschließen. Stünde dem nichts im Wege, müsste man sagen. Oh, Prüfung wurde durch Benutzer gestoppt. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kam, aber wird schon seine Gründe haben. Oh, du kannst sogar den Computer ausschalten, aber ach, never mind, das macht er schon selber. So, ich habe schon mal Vorkehrungen getroffen fürs RAM-Upgrade, beziehungsweise der Wiederherstellung des ursprünglichen RAM-Wertes. Ich habe schon mal den Akku rausgenommen. Ich habe hier die Schraube und hier die Schraube entfernt. Da sind sogar entsprechende Markierungen drauf, damit man weiß, was man entfernen muss, um diese und jene Komponente auszutauschen oder aufzurüsten. Und jetzt kann ich zum Beispiel diese Tastatur hier ganz einfach entnehmen. Und dann sehen wir hier, da kommt mir erstmal so direkter Geruch entgegen. Hier sehen wir zum Beispiel eine Einstanzung, 1. September 99, also das Teil ist auch schon 23 Jahre alt, verdammte Scheiße. Und hier sind die 64 MB RAM integriert. Und jetzt nehmen wir einfach hier diesen RAM-Stick, den ich sogar Monate zuvor schon getestet habe und das Ding lag jetzt die ganze Zeit da drüben. Jetzt ist endlich mal der Zeitpunkt gekommen, dass ich euch endlich mal zeigen kann, wie man ein RAM-Upgrade macht. Da müssen die Pins entsprechend passen. So ein bisschen einschieben hier und dann zack. Eingerastet.
Das sollte auf jeden Fall passen. Damit hat das Ding jetzt hoffentlich wunderbar funktionierende 128 MB Arbeitsspeicher, so wie es sich gehört. So wie es sich natürlich dann auch gehört, muss dann auch die Tastatur entsprechend hier wieder eingeschoben werden und dann wieder entsprechend verschraubt werden. Und das tun wir jetzt erstmal hier. Gehen wir mal direkt in das BIOS hinein, das jetzt ja wieder ein bisschen Kapazität gewonnen haben sollte oder so ein bisschen Hirnschmalz dazu gewonnen haben sollte beim Merken der Einstellungen. Aber jetzt muss ich erstmal hier gucken, Memory, und hier sehen wir auf jeden Fall, dass er den erkannt hat. Das ist schon mal sehr gut. Mal schauen, ob es da auch noch irgendwelche Unterschiede ausmacht, wobei ich hier mal vorher gucken sollte. 15.01, das ist sogar noch korrekt. Habe ich sogar kurzzeitig vom Strom trennen müssen. Akku musste ich rausnehmen. Das hat auf jeden Fall wieder inne. Aber mal schauen, ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf die Performance auf dieses Notebook hat, weil wir haben ja den Arbeitsspeicher jetzt wirklich verdoppelt. Also es sollte schon ein bisschen was bringen. Das war ja vor einiger Zeit immer noch das billigste Upgrade, was man machen konnte. Zumindest zu einer bestimmten Zeit. Damals war Arbeitsspeicher noch ziemlich teuer. Wobei man ja dazu sagen muss, das war noch die einfachste Methode, die Performance des Rechners zu beschleunigen. Einfach den Arbeitsspeicher verdoppeln. Also aufrüsten auf jeden Fall. Aber ich merke auch schon, dass Windows bootet flotter. Also vorhin hat er ein bisschen gebraucht, jetzt geht es ein bisschen husch. Jetzt geht es auf jeden Fall ein bisschen flotter voran. Haben wir dem mal ein paar Beine zum Laufen gegeben, das ist auch schon mal hervorragend. Ansonsten, was ich euch aber auch ein bisschen vorenthalten habe, was hier auch so interessanterweise drauf ist, ist ein Liquid Music Player. Aber was hat es mit diesem Liquid auf sich? Das ist ein sehr eigenartiges Liquid-Track-Format, also so ein Player für Liquid-Track-Formate. Ihr könnt mir wahnsinnig gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mit diesem Audio-Format überhaupt mal gearbeitet habt. Weil ich kenne niemanden, der Liquid Audio benutzt hat. Ich glaube, jeder kennt Wave, jeder kennt FLAC, jeder kennt MP3, jeder kennt OGG, aber Liquid habe ich noch nie gehört. Das ist auch entsprechend von 97. Audio klingt entsprechend wie 97, also gruselig für mich als Kind auf jeden Fall. Ansonsten, ja, wir können auch gerne nochmal hier in die Windows-Eigenschaften gucken. Und da können wir auch hier sehen, 128 MB. Arbeitsspeicher. Ja, damit haben wir jetzt das kleine Ding jetzt auch mal aufgerüstet. Da habe ich euch die BIOS-Batterie von dem 560 gezeigt. Dann haben wir noch hier ein RAM-Upgrade von dem 240 gemacht. Ich denke mal, da habe ich euch jetzt mehr als genug Sachen von diesen beiden schicken Notebooks gezeigt, die auf jeden Fall für mich zumindest etwas Besonderes sind. Selbst dieses besondere Notebook hat jetzt auch mal eine Auszeit verdient. Wenn ich das Netzteil rausbekomme. Ansonsten haben wir hier noch so ein winzig kleines Detail. Hier ist so ein kleiner Knubbel, so eine kleine Lücke. Das ist aber auch einfach nur dafür gedacht, damit es eins wird mit diesem PS2-Anschluss. Es ist schon so ein ziemlich kleiner Flachmann und vor allen Dingen passt das ja auch geradezu richtig gut in mein Putztüchlein für Computergeräte oder für Monitore. Ist ja auch total witzig. Gut. Tja, zwei günstige ThinkPad-Notebooks, die ich da bekommen habe. Und dazu noch seltene. Also 560, das gefällt mir erstaunlich gut.
Also, es ist erstaunlich flach für die Zeit. Ich mag die Tastatur, die ist sehr, sehr tippfreudig. Und die ganze Geschichte, die dieses Notebook erzählt, mit den ganzen Hinterlassenschaften von diesen ehemaligen Informatikstudenten aus Mülheim an der Ruhr, ist schon eine ganz coole Sache. Aber natürlich nichts für die Öffentlichkeit. Das muss man ja dazu noch sagen. Ansonsten tolle Anschlussvielfalt. Das System, mal gucken, ob man das irgendwie sichern kann, dass man da noch trotzdem darauf irgendwie zugreifen kann und dass man das Betriebssystem vielleicht dann neu einrichten könnte mit bestimmten Treibern. Aber ansonsten ein sehr cooles ThinkPad auf jeden Fall, das 560. Aber auch das 240 ist aber auch ein sehr schickes Teil. Vor allen Dingen leicht, klein. Auch wenn ich mich mit den Tastaturlayouts so ein bisschen anfreunden muss, weil ich meine, wer platziert denn bitte schön die Umschalttaste neben A? Da kommt keine Sau damit zurecht. Also das ist dann auch so eine Tastaturlayouts-Entscheidung, die ich nicht ganz verstehen kann. Ansonsten das Knacksen hier in dem Bereich, wer weiß, was das sein könnte. Vielleicht habt auch ihr da ein paar Tipps, was man da machen könnte. Ansonsten Anschlussvielfalt, holla die Waldfee. Also selbst heutige Notebooks haben bei weitem nicht so viele Anschlüsse. Problem ist allerdings, die machen die Dinger auch immer flacher und flacher und flacher, verzichten auf irgendwelche Erweiterungsdinger oder auf irgendwelche Reparaturfreundlichkeiten und dann meckert halt jeder, dass das absolut nicht nachhaltig ist, aber auch völlig zu Recht. Ja, ansonsten soll es das gewesen sein mit einem Video zu zwei ThinkPads, wo ich mir so sage, yo, das sind seltene ThinkPads, das sind günstig erhaltene ThinkPads. Aber auch sehr, sehr schicke. Ich mag die Marke allgemein ziemlich gut, weil die haben wirklich so ein Erkennungsmerkmal. Die haben ja diesen schönen roten Knubbel namens Trackpoint. Die sehen allesamt gleich langweilig aus. Ich finde die eigentlich total schick. Und es sind vor allen Dingen auch tolle Tastaturen darin verbaut. Also ich schreibe ja ziemlich viele Artikel und ich habe die allesamt, man muss dazu sagen, fast allesamt auf einem ThinkPad getippt. Deshalb, also du hast da richtig Freude daran, einfach die ganze Zeit darauf rumzutippen. Es gibt sogar einen Kollegen, der zockt auf diesen Teilen. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen, aber kann man durchaus machen. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne eure Meinung zu diesen beiden ThinkPads schreiben. Des 560 von 1996 und das 240 von 1999. Ob ihr vielleicht sogar selber eines von diesen beiden Teilen besessen habt, würde mich auch wahnsinnig interessieren. Vielleicht habt ihr sogar noch irgendeine Erfahrung, wie viel diese Teile damals in D-Mark gekostet haben oder ob ihr die noch zu Euro-Zeiten geholt habt oder was ihr allgemein von dieser Marke haltet. Es gibt ja wirklich Leute, die finden das Design absolut langweilig, spießig, abtörnend, weil es ja Businessmodelle sind, aber ich finde, die haben was, die haben Wiedererkennungswert und vor allen Dingen ThinkPad, das kann man sich auch, wie es schon der Titel so sagt, wunderbar merken. Ansonsten, das war's mit dem Video. Schreibt mir auf jeden Fall was dazu in den Kommentaren. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt da runterschreiben: Hey, Herzchen und cooles Video, mach weiter so. Meinungen zu der Thematik zu dem Video würden mich auch mehr interessieren als nur ein einfaches Lob, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ansonsten, bis zum nächsten Video, euer Kepo. Ciao.